Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Welcome. Ich stelle euch heute mal wieder einen Film vor, der auf einer wahren Begebenheit stattgefunden hat. Und er wurde als einer der schrecklichsten Horrorfilme aller Zeiten angepriesen. Veronica. Hand aufs Herz, wer hat den gesehen auf Netflix? Ich fand den nicht gut, ehrlich gesagt. Ich habe ihn natürlich trotzdem ganz angeschaut. Auf jeden Fall, um diesen Film geht es heute und natürlich um die Geschichte dahinter. Kurz, wer Veronica nicht gesehen hat, da geht es um ein Mädchen, das Ouija spielt. Das war's eigentlich schon. Sie spielt mit zwei Freunden Ouija und sie möchte eigentlich ihren verstorbenen Vater kontaktieren, aber surprise, es war nicht ihr Vater, es war nämlich etwas sehr, sehr viel Böseres und Dunkleres. Und dann ging der Spuk los. Und dann würde ich sagen, labern wir nicht weiter drumherum, macht euch einen Tee, kuschelt euch in die Decke ein, jetzt wird's spooky. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? So, also diese Geschichte basiert auf einer wahren Geschichte, die 1991 in Spanien stattgefunden hat. Und das Interessanteste an diesem Fall ist, dass es der erste Fall ist, wo in der Polizeiakte steht, dass paranormale Aktivitäten stattgefunden haben. Also Polizisten haben diese Erlebnisse erlebt und das wurde alles protokolliert. So, jetzt hüpfen wir rein, ne? Das Mädchen, um das es geht, hieß Estefania. Ich kann ihren Namen leider nicht aussprechen. Wie ihr wisst, bin ich kein super Sprachtalent. Deswegen blende ich das hier ein. Und genau, dieses Mädchen Estefania starb 6 Monate, nachdem sie mit ihren zwei Freundinnen Ouija gespielt hat. Also alles wie im Film. Auch wie im Film ist, dass sie einen verstorbenen Freund kontaktieren wollte, der kurz davor bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Sie haben scheinbar eben etwas ganz, ganz anderes kontaktiert. Ihre Eltern waren sehr, sehr streng katholisch und die haben natürlich sofort geglaubt, dass ihr Tod irgendwas mit diesem Ouija-Brett auf sich hat. Das Krasseste ist halt auch, man weiß bis heute nicht, wie Estefania eigentlich gestorben ist. Kein Arzt konnte es sich erklären. Sie spielen also dieses Ouija, sie werden unterbrochen von einer Lehrerin oder ähnlichem und können sich daraufhin nicht verabschieden von diesem Spiel. Sodass es halt einfach keine Möglichkeit mehr gab, dieses Spiel ordentlich zu beenden. Wer neu auf meinem Kanal ist, der muss sich unbedingt mein Ouija-Regel-Video anschauen. Ich verlinke es euch. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich gar keinen Plan, warum das so schlimm ist. Das heißt, dieses Portal ist einfach offen geblieben und diese Energie konnte frei umher wandeln. Die Freunde von Estefania sowie auch diese Lehrerin sagen aus, dass sie einen seltsamen Rauch gesehen haben. Nach diesem Spiel fing es bei Estefania an, dass sie Krampfanfälle bekommen hat. Das hatte sie sonst nie gehabt. Und Halluzinationen vor allem. Diese Halluzination bestand daraus, dass sie Stimmen hörte und dass sie Schattenmenschen sah. Sie wurde auch plötzlich sehr aggressiv, was auch gar nicht ihrem Charakter entsprach, und sie fing auch an, ihre kleinen Brüder anzuknurren oder anzubellen. Natürlich sind die Eltern dann mit ihr von Arzt zu Arzt gegangen, aber kein Arzt konnte sich das erklären. Niemand wusste, woher das kam und was mit ihr los war. Aber immer wenn man Estefania fragte, so, was ist eigentlich los, hat sie gesagt, irgendetwas Böses kam vom Ouija-Brett, das jetzt nicht mehr geht. Im August 1991 starb sie dann auch und wie gesagt, man kann sich keine Erklärung dafür liefern. Es gibt bis heute keine medizinische Erklärung für ihren Tod. Aber jetzt könnte man ja denken, der Spuk hat danach aufgehört, nach ihrem Tod, aber nein, es wurde noch schlimmer. Die Familie wohnt weiterhin in diesem Haus und sie erlebt jetzt das, was Estefania zuvor erlebt hatte. Sie hörten Stimmen, sie sahen Schattenmenschen, Dinge bewegten sich, elektrische Geräte gingen von alleine an und aus, die Türen schlugen von alleine zu. Und halt alles genauso, wie Estefania es zuvor erlebt hat. Und jetzt wird's richtig gruselig, weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die Polizisten Zeuge von sowas werden. Eines Tages sind die Polizisten zum Haus gefahren, die wurden da gerufen und sie fand die Familie völlig verängstigt auf diesem Bordstein vor dem Haus vor. Und sie fragen so, was ist passiert, und die Familie berichtet halt, die Möbel sind durch die Gegend geflogen und
dieser Spuk war einfach so schlimm, dass sie sich da nicht mehr haben reingetraut. Es gingen dann 6 Polizisten in dieses Haus. 6 Polizisten. Und sie fanden ein Schlachtfeld vor. So, die ganzen Möbel, es war komplett, die Wohnung war eigentlich in Schutt und Asche so. Also alle Möbel waren irgendwie umgekippt und ja, es sah einfach grausig aus. Und natürlich hätte das die Familie auch selber machen können so, aber die Polizisten erleben jetzt diesen Spuk. Wir denken dran, das ist alles protokolliert, ja, ich denke mir das nicht aus. Sie haben im Protokoll angegeben, direkt als sie in diese Wohnung gegangen sind, ist ihnen schon komplett kalt geworden. Als sie dann im Wohnzimmer standen, fing es an, dass eine Türe von der Kommode ständig von alleine auf und zu gegangen ist. Natürlich sucht man erstmal nach einer logischen Erklärung, so auch diese Polizisten, aber es gab einfach keine. Und 4 der 6 Polizisten sind dann aus dem Haus geflüchtet, weil sie einfach Angst hatten und weil es ihnen nicht wohl war. Also ihnen war auch übel und man kennt es ja von Erzählungen, wird der schwindelig und keine Ahnung was in einem Spukhaus, wenn du dafür feinfühlig bist. Naja, 2 Polizisten bleiben dann auch noch im Haus und schauen sich die Wohnung dann genauer an. Sie gehen dann ins Schlafzimmer. Im Schlafzimmer hängt halt so ein riesiges Kreuz und ein kleines Kreuz und ein Poster. Sie hören dann einen Schrei, der wohl vom Balkon kam, gehen nachschauen, es war natürlich niemand da. Und in diesen paar Sekunden, es waren wirklich nur ein paar Sekunden, wo sie weg waren, und sie kommen wieder in dieses Schlafzimmer. Das kleine Kreuz liegt auf dem Boden, das große Kreuz ist umgedreht und das Poster hat 3 so Kratzer, wie so von so einer riesen Klaue. Und was auch krass ist, ein Bild von Estefania ist einfach in Flammen aufgegangen in diesem Bilderrahmen. Das haben diese Polizisten alles erlebt, das haben die alles erzählt. Es steht in dieser Akte drin, ich finde das super krass. Ich finde das einfach heftig. Dieser Fall ist heftig. Die Familie ist dann daraufhin auch ausgezogen, wer kann es ihr verübeln. Und nachdem sie umgezogen sind, hatten sie nie wieder solche Erlebnisse. Es hat nie wieder bei ihnen gespukt. Ja, das war die Geschichte von Estefania. Im Film gibt es eine Szene, die uns schon darauf hindeutet, dass etwas Böses im Anmarsch ist. Ihr wisst es vielleicht, wenn ihr den Film gesehen habt und mein Video gesehen habt. Vielleicht aber auch nicht. Als sie dieses Spiel spielen, das Ouija-Spiel, fängt es an, eine liegende 8 zu formen. Was wissen wir über eine liegende 8? Es ist nie was Gutes. Nie, nie, nie. Und so war es dann auch. Es war nichts Gutes. Ich finde diesen Fall super heftig. Allein schon wegen dieser Polizeigeschichte. Also das sprengt mein Mind. Es ist auch eine super traurige Geschichte. Und wenn man Ouija spielt, seid bitte, bitte vorsichtig, wenn ihr sowas macht. Es kann halt wirklich übel enden. Das ist das beste Beispiel dafür. Ihr müsst auch immer dran denken, auch wenn nichts passiert, kann es trotzdem sein, dass euer Hirn euch danach einfach Streiche spielt. Dass ihr ein bisschen paranoid werdet, dass ihr euch beobachtet fühlt. Also Sachen können passieren. Haltet das auch immer im Hinterkopf. Es muss nicht immer paranormal sein. Manchmal ist es auch einfach die eigene Psyche. Das war die wahre Geschichte hinter dem Horrorfilm Veronica. Lasst mich gerne wissen, was ihr dazu denkt. Lasst mich wissen, wie ihr den Film fandet. Haut es in die Kommentare. Bin mega gespannt auf eure Meinungen dazu und was ihr dazu zu sagen habt. Also, als ich diesen Fall gelesen habe, das hat mein komplettes Vorstellungsvermögen einfach gesprengt. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen oben nach Daumen da. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Like das Video einfach. Okay. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Aktiviert die Glocke. Jetzt. Weil ich nur manchmal Dienstag hochlade, wenn ich mich danach fühle. Und ansonsten jeden Freitag um 18 Uhr. Und dann sehen wir uns da. Ach so, ja. Folgt meinem Instagram. Ich habe ihn euch verlinkt. Folgt meinem TikTok, ich habe ihn euch verlinkt und jetzt halte ich die Klappe und lasse euch gehen. Ciao. It's so cold outside, I'm alone.